Na, was mache ich wohl aus diesen Zutaten? Naja, steht ja schon im Titel. Also eine Gemüselasagne wird es nicht. Nein, es wird eine Currywurstlasagne. Und wie ich die mache, das seht ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen. Wenn ihr diese herzhafte, tolle Lasagne nachkochen wollt, müsst ihr natürlich auch wissen, welche Zutaten ich verwendet habe. 600 Gramm grobe Bratwurst, 6 Lasagneplatten aus dem Kühlregal, 250 Gramm geriebenen Käse, zum Beispiel Gouda, 3 Esslöffel Butter, 3 Esslöffel Mehl, 200 Milliliter Sahne, 200 Milliliter Milch, 400 Milliliter Gemüsebrühe. Ich habe sie mit meiner selbstgemachten Gemüsebrühepaste gemacht und selbstgemachte Currywurstsoße. Wie ihr meine selbstgemachte Currywurstsoße, die ohne Ketchup auskommt, selber macht, das erfahrt ihr hier oben in diesem Video. Als erstes mache ich die Gemüsebrühe. In einem Topf zu lassen und die Wasseranteile werden ausgekocht, bevor das Mehl hinzugefügt wird. Alles zu einer glatten Ruhe verarbeiten und dann Milch, Sahne und die Brühe hinzugeben. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen und dann die Bratwurst darin anbraten. Damit die Bratwurst nicht allzu viel Wasser verliert, wird sie von der einen Seite fertig gegart und dann erst von der anderen Seite fertig gegart. Also nicht ständig zwischendurch wenden. Ich empfehle im Übrigen einen Spritzschutz zu verwenden, damit der Herd nicht vollgesaugt wird. Meine Currywurstsoße hatte ich am Vortag schon vorbereitet. Damit sie sich besser verarbeiten lässt, denn kühlschrankkalt ist das schlecht, muss sie noch ein wenig angewärmt werden. Dann wird sie beiseite gestellt und jetzt kommen die Bratwürstchen dran. Die werden geschnitten, ich habe sie in zwei gleiche Teile geschnitten, also drei Bratwürstchen jeweils pro Schüssel. In der Lasagne dran. Auf den Boden als erstes Currywurstsoße, darauf Lasagneplatten, dann die geschnittenen Bratwürstchen aus einer Schüssel, darauf wieder eine Schicht Lasagneplatten, diese kommt jetzt wieder ein bisschen Currysoße und die zweite Schüssel der geschnittenen Bratwürstchen. Jetzt die letzte Schicht der Lasagneplatten und ganz oben drauf die Sauce Bechamel. Und da oben drauf kommt dann der geriebene Käse. Die Lasagne wird dann bei 180 Grad im Ofen bei Umluft für 30 Minuten gebacken. Zwischendurch kontrollieren, ob alles in Ordnung ist und so sieht dann die Lasagne fertig gebacken aus. Hier zur Ansicht mal die Schichten. Von der Seite und von der Front. Jetzt kann ich nur noch guten Appetit wünschen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.